In dem heutigen Video geht es um häufige Fehler, die Golfer im Aufschwung machen. Ich habe Tina dabei, ihr kennt sie von meinem Schwungprojekt 2021 und sie hat solche Fehler im Aufschwung und ich werde mit ihr eine Live-Lesson geben und ihr könnt dabei zusehen, was ich mache, um diese typischen Fehler zu verbessern. Also bleibt dran, wir starten jetzt. Ja, super Schlag. Tina, du warst ja schon bei mir, wir haben schon begonnen zu arbeiten. Wie geht es in der Zwischenzeit? Wie hat sich dein Golfschwung entwickelt? Ja, mir geht es besser. Der Golfschwung hat sich ins Positive entwickelt, also die Trefferquote ist jetzt viel, viel besser geworden. Habe aber trotzdem immer nur ein Problem beim Aufschwung, habe ich das Gefühl. Also mir fehlt da noch ein bisschen was. Ja. Tina hat einen relativ markanten Aufschwung, ein Problem, das viele Golfer haben. Das sehe ich Tag ein, Tag aus in meinem Golfunterricht. Und zwar, sie legt den Schläger am Anfang ihres Schwungs flach weg. Ja, du kannst jetzt sehen, der Schläger zeigt jetzt in diese Richtung. Er sollte aber eigentlich noch auf die sogenannte Ball-Ziellinie zeigen oder ein bisschen innerhalb. Finde ich auch ganz gut. Aber wenn man hier ist, ist das Problem, dass man jetzt versuchen muss, irgendwie eine Ausgleichsbewegung zu machen, dass man wieder zurückkommt. Und das sehe ich wirklich bei sehr, sehr vielen Golfern. Und auch Tina hat das Problem, dass sie, wenn sie hier ist, so eine kleine obere Top-Bewegung machen muss. Und das birgt dann einfach ein bisschen die Gefahr, dass sie dadurch unregelmäßige Kontakte und unregelmäßige Richtungen erzeugt. Wir beginnen gleich mit einem absoluten Schwungkiller, bevor überhaupt der Golfschwung begonnen hat. Den haben sehr, sehr viele Golfer. Und auch Tina hat ihn, ich habe ihn entdeckt bei dir, Tina. Ja. Und zwar, du stehst jetzt im Setup. Ja. Und bei Tina habe ich gesehen, hier ungefähr ist der Hüftknochen. Und man sieht, dass der, wenn man eine gerade Linie runterzeichnet, dass ich hier ungefähr hinten die Fersen hier bin. Das heißt, jetzt weiß ich, dass ihr Gewicht zu weit hinten auf die Fersen ist. Ja. Das Problem ist, wenn man zu weit auf die Fersen ist, dass man nicht wirklich gut drehen kann. Und das ist auch das, was ich bei Tina sehe, dass Tina am Anfang des Schwunges Probleme hat, den Körper wegzurotieren. Und dadurch legt sie auch den Schläger dann sofort weg, weil der Körper muss ja etwas mitdrehen. Jetzt als Korrektur für den Ganzen möchte ich, dass du Folgendes machst. Ich möchte, dass du jetzt einfach mal dich so hinstellst, wie du das gewohnt bist. Und jetzt möchte ich, dass du bitte einfach beginnst, mit den Füßen vor und zurück zu wandern. Einfach vor und zurück, also extrem nach vorne auf die Zehenspitzen. Den Schläger bitte vom Boden weg, einfach den lassen wir einfach in der Luft, einfach so halten. Genau so. Und jetzt wirst du mit dem vor und zurück immer kleiner, immer kleiner. Und bis du dann die Mitte findest, okay? Wenn die Abstände immer kleiner. So, ja. So, jetzt merkt man langsam, Tina kommt jetzt in Balance. Jetzt gibt es den Schläger hinunter am Boden. Tina ist jetzt hier balanciert. Ich schaue dann immer hier von ihrem Sprunggelenk mit dem Hüftgelenk die Linie. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie balanciert ist in der Regel. Und du hast jetzt automatisch auch weiter weggehen müssen, ja, damit das ausgeht. Ein sehr, sehr häufiger Fehler, den viele Golfer machen, am besten mit dieser Übung zu korrigieren. Okay, probier's nochmal. Oh, der war richtig gut. Der hat mir gefallen. Hat er gefallen, ja? Der hat mir gefallen, ja. Ja, okay. Nichtsdestotrotz, ja, sollten wir an deinem Aufschwung arbeiten, dass diese Schläge häufiger passieren, okay? Ja, genau. Okay, also, du bist es ja gewohnt, aus langer Zeit, dass du deinen Körper nicht mitdrehst, ja? Wenn man auf die Fersen hier zu weit hinten ist, ja, dann wird man nicht beginnen, sehr gut zu drehen, ja? Und jetzt, wenn ich nicht drehe, dann wird man irgendwas starten müssen. In dem Fall sind es die Hände bei Tina. Tina, also wir müssen da dran arbeiten, dass es besser wird. Da müssen wir dran arbeiten, auf jeden Fall. Bloß weil du jetzt vorne bist oder weiter vorne bist mit Gewicht, heißt es jetzt nicht automatisch, dass der Schläger jetzt auf eine wunderschöne Schwungbahn hinaufgehen wird. Ja, wir müssen die Hände trotzdem trainieren. Ja. Und wir müssen den Körper trainieren, dass das Ganze passiert. Und was wir jetzt machen ist, wir machen jetzt eine kleine Übung und die schaut so aus. Die Übung, die ich jetzt Tina aufgebe, ist folgende. Man nimmt einfach den Schläger und ich werde das Griffende jetzt hier rechts von meinem Bauchnabel platzieren. Jetzt nehme ich den Schläger in die Hand und ich möchte, dass sie jetzt quasi nur die ersten paar Zentimeter wegbewegt und sie wird dabei spüren, dass der Bauchnabel sich auch mitbewegt. Ja, das ist diese initiale Bewegung weg vom Ball und das hat dann auch den Vorteil, dass der Schläger dann gleich auch in eine Position kommt, wo der Schlägerkopf weiter vorne ist. Wenn sie eben das nicht machen würde, sondern ihren normalen Schwung, wäre sie ja in dieser Position hier. Und das kann sie mit dieser Übung sehr gut machen. Okay? Das heißt, bitte einfach mal versuchen. Genau, da siehst du einfach, dass das auch der ganze Körper, der Brustkorb, der Bauchnabel, alles dreht sich ein bisschen mit. Ja? Sehr gut.
Das ist das Gefühl hier. Okay. Okay, Tina, jetzt haben wir den ersten Teil des Aufschwungs mal gut gestartet. Ja? Und jetzt ist wichtig, dass wir den zweiten Teil richtig machen. Okay? Du hast ja das Problem, dass du dann immer zu flach hier bist. Der Schläger zeigt dann in diese Richtung. Und wir wollen, dass der Schläger hier mehr auf die Ballziellinie zeigt. Das ist diese blaue Linie hier unten, kannst du dir vorstellen, da liegt der Ball drauf. Mhm. Ja. Und das ist das, was wir wollen. Oder ein bisschen steiler. Die Sache bei dir aber ist, du bist gewohnt seit, du bist glaube ich 4 oder 5 Jahre Golf, hast du gesagt, ja, du bist gewohnt, dass der Schläger so weit rüber zeigt, dass wenn ich zu dir sagen würde, schau, dass der Schläger hier auf die Ballziellinie zeigt, wenn du circa hier im Aufschwung bist, dann müsste der Rost noch immer noch zu viel in diese Richtung sein. Ja. Und das ist ein wesentliches Konzept, das Golfer verstehen müssen, dass man, wenn man etwas ändert, muss man oft genau das Gegenteil machen von dem Fehler. Mhm. Das heißt, wir trainieren jetzt Folgendes, und zwar, dass du im Aufschwung eigentlich den Schläger so hast, dass der fast hinter dir zeigt. Mhm. Also mega steil. Mhm. Das schaut aus wie bei Matthew Wolff, wenn du den vielleicht kennst, den neuen Spieler, der springt so auf, okay, und dann haut er richtig drauf. Ah, ja. Genau. So, und die Übung, die Tina jetzt gemacht hat, werden wir jetzt einfach erweitern. Und zwar, wir beginnen wieder mit derselben Sache. Gibst rechts zum Bauchnabel das Griffende. Ich greife hier. Der Schaft zeigt jetzt zur blauen Linie hinunter. Wir beginnen jetzt mit der Übung. Wir sind jetzt hier angekommen. Und jetzt schwingen wir weiter. Und jetzt möchte ich, dass der Schlägerkopf draußen bleibt hier, also vor die Hände. Und der Schaft nach hinten zeigt. Mhm. Okay, das wird das Gefühl sein, mit dem ich nachher möchte, dass du schwingst, Tina. Okay. Okay, aber tatsächlich wird es dann wahrscheinlich so sein, dass das hier ist. Okay. Okay, dass er eigentlich perfekt zeigt. Ja. Das heißt, du übst es jetzt einfach jetzt, dass du hierher kommst und dann richtig steil. Mhm. Okay, dass der Schlägerkopf hinter dir zeigt. Mhm. Und dann nehmen wir den Schläger in die Hand und machen dasselbe noch einmal. Hierher. Und so her, dass der Schläger da her zeigt. Mhm. Jetzt kommt der erste Teil, bis hierher, stopp. Und jetzt geht's los, jetzt kommt der zweite Teil, jetzt wird der Schläger steiler. Du siehst jetzt, dass er hier jetzt tatsächlich perfekt drauf zeigt, obwohl du dachtest, der zeigt da hinten hin, oder? Ja. Okay, und genau um das geht's, ja. Also, aber du kannst ruhig versuchen zu übertreiben, dass er wirklich hinter dir zeigt. Jetzt drehst du weg und jetzt, genau, jetzt hast du es richtig übertrieben, ja. Das, okay, das ist die Übertreibung. Würdest du niemals so viel machen? Nie. Aber es wird auch nie so viel passieren, keine Angst, ja? Aber das ist dein Gefühl, was du im Aufschwung brauchst. Genau, das hast du deinen Körper auch ein bisschen besser mitgedreht. Sehr gut. Gut gemacht. Jetzt bist du überrascht, dass du ihn getroffen hast, gell? Ja, eigentlich schon, Hat sich nichts angefühlt, gell? Nein. Den habe ich nicht einmal so schlecht getroffen. Ja, das ist immer so, wenn man diese extremen Übertreibungen macht, dass man dann oft das Gefühl hat, man kann den Ball gar nicht treffen am Anfang. Aber diese ganzen Übertreibungen dienen ja dem Ganzen, dass du auf eine bessere Schwungbahn kommst. Ja. Ja. Wenn es sich gleich anfühlen würde wie vorher, dann wäre es ja eigentlich nicht optimal. Ja. Dann hättest du nichts verändert. Super. Okay, Tina, du hast jetzt ein bisschen was zum Trainieren. Ja. In der Zwischenzeit könnt ihr zu Hause dieses Video hier anschauen. Das war die erste Stunde von Tina. Da waren auch ganz interessante Sachen dabei. Also, bis gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss.